whatever it takes. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag des Avenger Endgame Countdown oder beziehungsweise des ersten richtigen Tages. Gestern war ja sowas wie eine Inhaltsangabe, aber heute gibt es das erste neue Format, nämlich den Heldenruf zu unserer Lieblingsameise Ant-Man alias Scott Lang. Und wie das Ganze aufgebaut ist, das seht ihr im Verlauf des Videos. Ich beziehe mich nicht auf Fakten aus den Comics oder Fakten im MCU. Das ist viel eigene Einschätzung und was uns noch erwartet. Also alles Mögliche. Hier geht es hauptsächlich um meine Meinung und ein bisschen heiß machen auf den Charakter. Aber das ist noch nicht alles. Am Ende des Videos erfahrt ihr nämlich von mir, wie ihr das hier gewinnen könnt. Den Ant-Man Megaband. Der verschwindet so ein bisschen im Hintergrund, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Den könnt ihr auf jeden Fall gewinnen am Ende des Videos, also schaut da bis zum Ende rein und dann könnt ihr sehen, wie ihr den Ant-Man Megaband gewinnt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Heldenruf zu Ant-Man Scott Lang. Heavy One, the clear energy drink. Power made in Germany. Zunächst mal etwas über die Story von Scott Lang. Er ist ein Verbrecher, der quasi eigentlich mit dem Verbrechen aufhören wollte, aber das nicht so ganz geklappt hat, dann doch wieder angefangen hat, Sachen zu stehlen und so kam er in den Besitz des Ant-Man-Anzugs und für den weiteren Verlauf können natürlich Spoiler zu Ant-Man folgen, solltet ihr die Filme nicht gesehen haben, aber es ist nicht ganz so tragisch. So, auf jeden Fall geht es um die Charakterentwicklung von Scott Lang. Und wir müssen mal ganz am Anfang sagen, es ist einer meiner Lieblingscharakter im Marvel Cinematic Universe. Und das, obwohl er sehr unterschätzt worden ist, auch von mir, das muss ich zugeben. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch gegenüber Ant-Man, weil das ist so ein bisschen der Aquaman von Marvel gewesen. Er konnte sich klein machen und er konnte sich groß machen und sonst eigentlich nicht sonderlich viel. Und deshalb war er auch von mir sehr unterschätzt, aber das hat er im Verlauf des Marvel Cinematic Universe dann geändert. Allen voran schon mit Ant-Man, weil das ist auch ein Film, den ich sehr gefeiert habe, den ich heute noch gerne gucke. Und ich muss sagen, auf jeden Fall, dieser Charakter hat sich extrem gut gemacht und macht auch so einen guten, frischen Wind im Marvel Cinematic Universe. Er hat einen guten Humor, vor allem mit seiner Größe kann man extrem witzig spielen und deshalb ist es ein Charakter, der auch hoffentlich noch ein bisschen im MCU vorhanden bleibt. Er hat viel Potenzial und mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den Stärken und Schwächen von Ant-Man und das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst, denn die große Stärke von Ant-Man ist es natürlich, sich klein zu machen und da ist er fast kaum zu treffen für jemanden wie Thanos. Ja, er ist klein und damit kann man sehr viel anstellen, auch wenn man am Anfang gedacht hat, wofür soll klein machen denn bitte gut sein? Es gibt da so ein paar Theorien im Internet, die wahrscheinlich mehr auf Witz basieren, wo er sich klein macht, in den Kopf von Thanos geht und sich einfach groß macht, sodass Thanos einfach in seine Einzelteile explodiert. Es wäre irgendwie witzig, nicht das richtige Ende für Avengers Endgame, aber das zeigt eigentlich, was Ant-Man für Möglichkeiten hat. Ich sag mal so, wenn du klein bist, bist du kaum zu treffen, auch für einen wahnsinnigen Titan mit sechs Steinen. Ich weiß nicht, wie einfach er da zu beeinflussen ist. Die Schwäche von Ant-Man ist unter anderem Marvel Cinematic Universe, jetzt nicht auf den Charakter bezogen, sondern die Tatsache, dass er sich groß und klein machen kann. Das hat so ein paar Logikfehler von den Größen her, mal so, aber das dauert jetzt zu lange, wenn ich genau darauf eingehen möchte. Auf den Charakter bezogen ist die Schwäche von Scott Lang, würde ich eher sagen, na, sein Übermut. Er geht ein bisschen zu schnell und zu hart an die Sache ran und das kann dazu führen, dass er halt schnell auch mal auffliegt. Das haben wir in Civil War gesehen, also eigentlich ist er schon verwundbar, weil er nicht der klügste Kämpfer ist. Wenn er klein ist, ist er allerdings kaum zu treffen, also bleib lieber klein, Scott, und warte auf Tag-Team-Aktionen, unter anderem mit Hawkeye. Das war ultra geil. Flitzebogenmann, schieß mich los und dann war er weg. So muss es gehen. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Gewichtung für Ant-Man in Avengers Endgame. Und da muss ich sagen, dass Endgame eine gute Möglichkeit ist, um Scott Lang in den Vordergrund zu rücken. Denn es ist ja quasi schon fast klar, dass diese Anzüge,
der Avengers für den Quantum Realm da sind. Und wer kann die Leute besser in den Quantum Realm führen als Ant-Man, der selbst schon zweimal da war oder dreimal da war und wieder rausgekommen ist. Und das heißt schon einiges. Und da kann man halt richtig gut auf Ant-Man aufbauen. Und die Bosse von Marvel, also die Russos und Kevin Feige, haben ja schon mal andeuten lassen, dass Ant-Man ein sehr wichtiger Charakter für Avengers Endgame sein könnte. Und nicht umsonst lebt er ja noch immer, weil in Avengers Endgame braucht man erstens die Avengers 6, die großen Avenger für einen großen Abtritt, und zwei extrem starke Helden, die auch was machen können. Ja, Thor ist eigentlich stark und Ant-Man eher weniger, aber mit Ant-Man hat man sehr viele Möglichkeiten, diesen Kampf zu entscheiden. Und deshalb wird Ant-Man meiner Meinung nach auch einen sehr wichtigen Part in Avengers Endgame übernehmen. Ich hoffe mal nicht, dass er sich klein macht, in den Kopf von Thanos reingeht und sich dann wieder groß macht. Das wäre irgendwie ein Ende, was nicht so ganz passen würde. Trotz alledem bietet Ant-Man sehr viele Möglichkeiten, in den Vordergrund zu rücken. Unter anderem durch den Quantum Realm. Und deshalb finde ich, ist es so ein Charakter, der ein bisschen unterschätzt wird, den wir uns auf jeden Fall auch mal im Hinterkopf halten müssen für die größere Rolle in Avengers Endgame. Und da komme ich direkt schon zum nächsten Punkt, nämlich, wie geht es für den Charakter weiter? Also, es ist ja noch ein dritter Teil für Ant-Man und the Wasp geplant, also Ant-Man and the Wasp 2 oder Ant-Man 3, ich weiß es jetzt nicht genau, wie sie es nennen werden. Aber auf jeden Fall ist für Ant-Man in der Zukunft noch etwas geplant und das ist auch sehr gut möglich. Paul Rudd als Schauspieler ist nicht gerade der Älteste, mit ihm kann man noch viel anfangen und der Charakter bietet noch so viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt, wenn sie einmal im Quantum Realm waren, kann man natürlich wieder in den Quantum Realm gehen für verschiedene andere Filme, aber wir haben ja auch noch Ghost, die nicht tot ist, die auch noch auftreten kann. Wir haben noch verschiedene Möglichkeiten mit der Figur von Anthony Hopkins. Also es bietet genug Möglichkeiten, um Ant-Man im Marvel Cinematic Universe noch am Leben zu halten und weiter auf ihm aufzubauen. Also Avengers Endgame wird nicht der letzte Film sein, in dem wir Ant-Man zu sehen bekommen. Und dann darf natürlich ein Fazit zu Scott Lang im ganzen Marvel Cinematic Universe und zu Avengers Endgame nicht fehlen. Bis jetzt hat Ant-Man eine sehr gute Figur gemacht, den ich am Anfang unterschätzt habe, der aber jetzt zu einer meiner Lieblingsfiguren gehört. Selbst das Outfit von Ant-Man feiere ich komplett im Marvel Cinematic Universe. Die verschiedenen Helme, die er zwischenzeitlich hatte und die verschiedenen Anzüge sind immer nur so kleine Abweichungen gewesen, aber sind so eine kleine Auffrischung gewesen, die sich auch ganz gut gemacht haben. Vom Aussehen her einer meiner absoluten Lieblingshelden, vom Auftreten her gehörte auch in die Top 5 überhaupt. Und ich persönlich muss sagen, dass ich noch einiges zu Avengers Endgame erwarte von ihm, dass wir da eine relativ große Rolle für ihn sehen werden. Es ist für mich noch so ein bisschen fraglich, ob er die Führungsrolle im Kampf gegen Thanos nehmen wird, weil er bietet halt viele Möglichkeiten, um Thanos zu besiegen. Trotz alledem glaube ich, dass wir nochmal einen Ant-Man-Film im Marvel Cinematic Universe nach Avengers Endgame sehen werden und dass wir den Charakter noch nicht verloren haben, denn es bietet noch so viele Möglichkeiten mit The Wasp und vor allem seiner Tochter nochmal weiterzumachen und vielleicht einen vierten Teil irgendwann rauszubringen. Der Charakter kommt sehr gut an bei den Fans. Also alles in allem spricht nichts dagegen, Scott noch das ein oder andere Mal zu sehen und vielleicht auch eine wichtige Rolle in Avengers Endgame zu geben, weil wir werden uns ja früher oder später Richtung Weltall weiter bewegen und dann brauchen wir natürlich den einen oder anderen Helden, der auch noch auf der Erde ist und dazu gehört natürlich Scott Lang und wenn er sich gut macht in Avengers Endgame, dann kann man auch so einen Ant-Man-Film mal erwarten und mit, ja, gemischten Gefühlen in so einen Ant-Man-Film reingehen. Weil man im Hinterkopf hat, oh, der war ja gar nicht mal so schlecht und der war witzig, macht einen guten Eindruck, also warum eigentlich nicht? Eure Meinung zu Ant-Man gerne unten in die Kommentare. Wie viel mögt ihr Ant-Man und glaubt ihr, dass er eine größere Rolle in Avengers Endgame haben wird oder nicht? Das interessiert mich sehr, aber jetzt kommen wir natürlich auch zum Gewinnspiel. Ihr könnt den Ant-Man-Megaband von mir auf Instagram gewinnen. Ja, es sieht jetzt so ein bisschen noch in weiter Ferne aus. Und zwar habe ich auf Instagram 455 Follower und ich möchte die 500 natürlich im Verlauf des Avengers Endgame Countdown voll machen. Und sobald wir die 500 Abonnenten voll haben bei mir auf Instagram, werde ich einen Post rauslassen, wo ich das Ant-Man-Megaband verlosen werde. Also, schaut in der Videobeschreibung vorbei, dort findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil, ansonsten kann ich es ja sagen, the_average_man_YouTube. Folgt mir da und bei 500 Abonnenten gibt es diesen Ant-Man-Megaband zu gewinnen, der wirklich lobenswert ist. Er hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen und vor allem habt ihr sehr viel Lesestoff, weil er wirklich groß ist und einiges an Zeit totschlagen kann. Also, checkt Instagram ab, lasst ein Abo da und dann
könnt ihr den auch gewinnen. Ansonsten natürlich auch ein Abo hier bei YouTube dalassen. Dann verpasst ihr keine Videos meines Avengers Endgame Countdowns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das wird dann kein Heldenruf sein, aber wir haben ja noch ein paar Tage vor uns. Und jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao und bis dann.